Oh, here we are. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hey Ulrike, du bist noch auf Mute. Ah, ich dachte, das wäre das Beste so, aber wir ändern es heute. Oh, super. Jessica, you are stage running oder gate crushing, eins von beiden. Sie kann auch gerne präsentieren und Ja. Nee, ich bin falsch, ne? Aber was muss ich machen? Muss Du ich, musst einfach nur deine Kamera und Mikrofon oh Gott, ausschalten. entschuldigt bitte. Kein Genau Problem. das wollte mir heute nicht passieren. Sorry. Hallo Otto. Willkommen. Hallo. Das finde ich super. So, für alle, die sich jetzt wundern, weil sie gar nicht gesehen haben, dass der Superlehrer, wie er oft bezeichnet wird, auch in unserer Runde ist. Wir haben das vorhin so ganz kurzfristig zwischen zwei Tischen besprochen, dass Otto zum selbstbestimmten Lernen auch ganz viel zu sagen hat. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen dich auch dabei. Und deswegen freue ich mich auch, dass du da bist. Spontanität ist eine meiner Lebensqualitäten. Ja, deswegen bist du ja auch der Superlehrer, oder? Wenn ich gefragt werde, ob ich Lehrer bin, sage ich nein, ich belehre nicht, ich unterrichte auch nicht, ich richte auf. Schluss mit dem Unterrichten, nur noch aufrichten. Genau, Wunderschön. das ist der richtige Ansatz und da sind wir genau beim selbstbestimmten Lernen. Finde ich ganz toll. Ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen, die ich jetzt aus den anderen Sitzungen mal mitgenommen habe, hier noch mal loswerden. Und zwar hat heute Morgen Martin Truxes gesagt, man kann als Lehrkraft nicht für alle 30 Lernenden die Lernwege bestimmen. Man muss Verantwortung abgeben. Und Bea Beste hat gemeint, dazu braucht es Mut, um Verantwortung abzugeben, aber auch einzufordern. Und jetzt eben hatte ich in einem Gespräch Christa Schmidt-Meyer, die meinte, aber manche Lernenden, die brauchen eben auch ein bisschen die Struktur und die Kontrolle und die einfach um auch diesen Weg gehen zu können. Und vielleicht, Nils, wenn du da schon mal anfangen könntest, um mal zu erklären, was überhaupt selbstbestimmtes Lernen ist, weil das ja oft verwechselt wird, auch mit allen möglichen selbstorganisierten und weiß ich nicht, was für anderen Lernarten. Ja, herzlichen Dank, Ulrike, für die schöne Brücke. Ja, ich habe generell das Gefühl, dass das heutzutage umso mehr verwechselt wird. Oftmals sprechen wir von selbstbestimmtem Lernen und was wir damit aber meinen, das ist dann eigentlich das selbstorganisierte Lernen. Das Lernen, wo ich mich trotzdem noch im Rahmen eines vorgegebenen Curriculums bewege, wo die Lehrperson für mich vordefiniert, welche Kompetenzen ich erwerben soll und wo ich jetzt aus einer Vielzahl von Aufgaben wählen darf, um dann eben kompetent zu werden in den Bereichen. Und das ist in meinen Augen selbstorganisiertes Lernen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn wir eben so diesen klassischen Unterricht immer noch im Kopf haben und das Gefühl haben, dass eben Lernen nur dann stattfindet, wenn lernende Menschen Aufgaben bewältigen mit einem gewissen Widerstand auch, oder? Dann stimme ich völlig zu. Dann braucht es Rahmenbedingungen und Kontrolle und so weiter. Weil das macht niemand einfach freiwillig, dass ich etwas bearbeite, von dem ich den Nutzen für mich gerade nicht erkenne. Und deswegen habe ich das Gefühl, brauchen wir hier auch einen Paradigmenwechsel und müssen deswegen auch laut darüber reden, dass das eben nicht selbstbestimmtes Lernen ist. Und das, wenn wir selbstbestimmtes Lernen wirklich meinen, dann geben wir die Kontrolle ganz ab. Dann ist die Verantwortung bei den Lernenden und dann entscheiden die wirklich selber, welcher nächste Schritt für sie wichtig ist. Und dann wird eben Lernen projektorientiert und dann haben wir auf einmal total komplexe Situationen, oder wo wir total spontan sein müssen, wie das Otto vorhin so schön gesagt hat, wo nichts mehr irgendwie linear abläuft, sondern dann starten wir ein Projekt und dann bauen wir beispielsweise eine Hütte.
habe ich gerade heute Nachmittag, durfte ich das mit einer Klasse so machen. Das kam aus dem Klassenrat und ich wurde dann dazu eingeladen, das zu begleiten. Und jetzt überlegen die sich, wie baue ich die Hütte bestmöglich, oder? Und dann wird diskutiert und es wird gemessen und dann muss man die halt auch da rausbringen. Und dann gibt es sowas wie ein Budget und dann muss man sich darin orientieren. Und dann sind einige aktiv und andere sind Trittbrettfahrer und es entwickelt sich Dynamik und Seitengespräche. Und als Lehrperson hast du da keinen Überblick mehr. Wirklich. Wer lernt jetzt genau was, oder? Und diese Form der Kontrollabgabe, ich glaube, wenn wir das schaffen und wenn wir wirklich so mutig agieren können, dass Schule wirklich in die Richtung geht und meiner Präferenz nach nur noch in die Richtung geht, dann haben wir was geschafft, weil dann entstehen dabei ganz automatisch Kulturkompetenzen, wie wir sie brauchen. Die Kids, die merken, dass ich halt lesen und schreiben können muss, um mich in der Gesellschaft zu bewegen, dass Mathe dann Teil davon ist, das kommt ja immer wieder vor. Und dann entwickeln sich dabei ganz automatisch auch solche Metakompetenzen, wie wir sie heute als zielführend erachten und wie immer mehr auch aus der Wirtschaft danach geschrien wird, nach eben Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und letztendlich eben Kreativität, die daraus entsteht. Ja, und das Schöne ist ja, dass dann der Lehrende automatisch sich eben dazu auch bereit erklären muss, eben auch der Lernende zu sein und dann eben auch verletzlich zu sein und diese Ängste, die einfach damit auch ganz normal einhergehen, dass man, wenn man Kontrolle abgibt, dass man sich einfach da einfach hineingibt und dann eben auch zulässt, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren oder dass es laut wird oder dass es chaotisch wird oder dass es ja sich vielleicht auch manchmal unangenehm anfühlt, aber dann einfach schaut, wie man sozusagen den Rahmen ein wenig formen kann, dass man eben vielleicht manchen auch die Hand reichen muss. Und das heißt ja nicht, dass man als Lehrer komplett daneben steht und gar nichts mehr macht, sondern dass man wirklich diese Brücken auch zu den anderen baut, dass man gerade zwischenmenschlich auch viel arbeiten muss, um einfach diese Beziehung und diese Dynamik, die du beschrieben hast, auch wirklich positiv zu befruchten. Ja. Lisa Marie, du bist ja unsere Expertin zum Thema selbstbestimmten Lernen. Du hast mir vorhin gerade gesagt, dass das Chaos ja auch was Schönes ist. Vielleicht magst du da mal anfangen, weil ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Punkt, wo auch die Lehrenden so die größten Ängste davor haben. Ja, ich wollte ein bisschen von Lira, das finde ich super toll, wie du das beschrieben hast, das selbstbestimmtes Lernen, weil ich habe mit so vielen Leuten über das gesprochen und die haben genau dieses Fehler gemacht, dass die denken, selbstbestimmtes Lernen ist selbstorganisiertes Lernen und du bist eigentlich einer von den Einzigen, der das richtig kapiert hat und auch beschrieben hat. So toll, das finde ich wirklich toll. Ich saß da und dachte, dann muss ich gar nichts sagen, weil dann ist das alles sehr gut erklärt. Aber was die Ulrike sagte, ist ganz richtig. Ich meine, es wird Chaos geben und das ist schon beängstigend für eine, der wirklich sicher fühlen muss. Und dann muss man irgendwie außer diese Comfortzone kommen. Ich muss erst sagen, ich bin Amerikanerin, Deutsch nicht meine Muttersprache. So, obwohl ich Blaschka heiße, ich bin nicht deutsch geboren. So, ich habe es auch gelernt in einer sehr alten Zeit ich war sehr alt, als ich das gelernt hatte. Naja, auf jeden Fall aus diesem Chaos kommt aber dieses Gefühl, ich kann es machen, ja, für die Kinder, die müssen diese Möglichkeit haben, Fehler zu machen, die müssen lernen von diesen Fehlern, die müssen selbst durch diese Chaos kommen, um das wirklich zu erleben, was das Lernen ist. Ich habe für längere Zeit an der Uni gelehrt und ich habe diese Konzept rübergebracht in meinen Unterricht oder so, wenn man das nennen will. Und die haben diese Chaos gehasst. Die wollten das nicht machen. Die wollten wirklich, dass ich denen sagen, was die genau zu tun haben. So, es ist nicht nur eine Sache
Sache von, ne, wir müssen die Kontrolle loslassen. Es ist auch eine Sache von, ich nehme die Kontrolle selbst an. Und viele wollen das nicht wissen. Die haben Schule gelernt. Die wissen, wie man Schule macht. Und die mögen das nicht so ganz. Wenn wir kommen und sagen, jetzt Leute, macht selber eure Entscheidungen. Aber wenn man das in eine, na, mit jungen Kindern machen, wie der Nils das jetzt macht, hat man wirklich so viele Möglichkeiten, weil wenn die das gelernt haben, die wollen nicht in einer anderen Weg lernen. Die wollen das immer wieder haben. Und das habe ich auch bei meinen Studierenden erlebt, dass die haben das wirklich gehasst am Anfang. Die haben wirklich gesagt, ich will das nicht. Ich will, dass du mir genau sagst, was ich machen soll. Eine ist sogar zum Rektoren gegangen, hat gesagt, sie lehrt mich nicht. Und am Ende sind fast jeden zu mir gekommen und haben gesagt, weißt du was, ich habe mehr gelernt in dieser Klasse als in alle anderen und ich will auch so lernen in Zukunft, weil ich habe wirklich das Gefühl, ich weiß, wie ich lerne und wie ich Spaß haben kann. So, ich finde, wir müssen auch mit den jungen Kindern anfangen und wir müssen dann das ganze Denken von den älteren Schülern auch, na, die müssen auch Unlearning machen, damit die dann diese Heutigologie, was ich das nenne, oder selbstbestimmtes Lernen wirklich annehmen können. So, das war meine. Ja. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch mit den jüngeren Kindern viel einfacher, oder? Weil das ist ja das, was kleine Kinder von Natur aus machen und was wir mit einem Schulsystem, das total dagegen arbeitet, ziemlich brutal aus den Kindern wieder rausholen, dass sie, weil ein normales kleines Kind würde sich ja überhaupt nicht entwickeln, wenn er nicht dieses selbstbestimmte Lernen hätte. Und interessanterweise erlauben wir das bei kleinen Kindern und finden das gut. Und die Mutti sitzt daneben und freut sich über jede kleine Sache, die das Kind alleine hingebracht hat. Und dann kommen wir plötzlich in so einen Apparat, den wir Schule nennen, wo den Kindern das sozusagen verboten wird und sie dann plötzlich kanalisiert werden ihnen das dann jahrelang ausgetrieben wird, dass sie selbstbestimmt lernen, um dann wieder in jetzt neue Arbeitsfelder zu kommen mit agilen Strukturen, wo wir dann sagen, jetzt Leute, jetzt müsst ihr aber agil sein und jetzt müsst ihr das alles können, wo wir es doch gerade denen 12 Jahre lang ausgetrieben haben. Und deswegen finde ich das schon wirklich fast sinnlos, dass man überhaupt noch drüber reden muss und das diskutieren muss, weil es doch ganz deutlich ist, dass da Kräfte und Energien in etwas reinfließen, was einfach gar keinen Mehrwert mehr bringt. Oder wie siehst du das, Otto? Genau so. Ich radikalisiere vielleicht mal noch und sage, Lernen geht immer nur als ein individueller Vorgang, wobei der im Uterus beginnt. Alles andere ist ausführen, was mir andere vorschreiben, was andere von mir erwarten. Lernen geht nur selbstbestimmt. Das andere, wie gesagt, heißt ausführen, was ich tun soll. Aber das ist eine mindere Form der Ausbildung meiner Kompetenz, als wenn ich lerne, weil ich es will. Ich sage immer, ich kann niemandem etwas beibringen. Ich kann Gelegenheiten schaffen, damit Personen geil aufs Lernen werden. Was kann ich machen? Das ist die pädagogische Fähigkeit. Ich kann zum Lernen verführen, aber ich kann nicht sagen, das lernst du jetzt. Wer solche Anweisungen bekommt, der lernt, sich zu wehren, innerlich gegen das Lernen. Wäre es dann radikal zu sagen, dass das Einzige, was die Schüler wirklich intensiv in der Schule lernen, ist diese Anpassungsfähigkeit an das System? Überwiegend. Und wenn ich das sagen darf,
Ich versuche immer gerade auch Eltern oder einer allgemeinen Öffentlichkeit zu erklären, warum haben wir denn diese Schule, die von Anweisungen und Unterrichten und Unterordnen und Einordnen geprägt ist. Warum haben wir die? Und dann sage ich gerne, diese Schule hat zwei Eltern. Der eine Elternteil ist die Kirche. Und der andere Elternteil ist das Militär. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben gesagt, jetzt schaffen wir eine Einrichtung, wo unsere Maximen generalisiert werden für alle. So. Und von der Kirche kommt die Belehrung. Von der Kanzel herab, von oben. Deswegen ist in mittelalterlichen Schulen, manchmal noch in den modernen, am Lehrerpult ein erhöhtes, das die herabgesetzte Kanzel. Die Belehrung kommt von oben. Das ist die kirchliche Tradition. Und das Militär, davon kommt Gleichschrittmarsch. Und deswegen klingelt's und dann muss man die Klassenarbeit abgeben. Aber wenn zu mir ein Handwerker kommt, weil meine Heizung nicht geht, und der sagt, es ist 18 Uhr, die Heizung geht zwar nicht, aber jetzt gehe ich. Der kommt nicht mehr zu mir. Sondern wir wünschen doch, dass sich Menschen mit einer Sache beschäftigen, bis sie sie so können, dass sie gut ist. Und aber beim Militär heißt es Gleichschrittmarsch. Und weil das die gesellschaftliche Entstehung von Schule ist, dass sich diese beiden starken Mächte zusammengetan haben zur Vergewaltigung der Menschen, um es ganz hart zu sagen. Deswegen haben wir diese Schule, und man kann sich andererseits natürlich vorstellen, wo so mächtige Mächte wie diese beiden gesellschaftlichen Kräften sich zusammengetan haben, da ist es nicht ganz einfach, was anderes auf den Weg zu bringen. Ja, Martin fragt im Chat, wie verführen wir zum Unlearning? Nils, du hast doch da ganz sicher ganz praktische Sachen, die du anbieten kannst. Zum Unlearning. Ja, also ich glaube, wir brauchen einen kreativen Musterbruch in den Schulen. Also eine Strategie, die ich immer wieder gehört habe jetzt die Tage, ist die der Hublings, wie es LearnLife ja jetzt macht, dass man sagt, wir machen einen kreativen Raum in einem Schulhaus, wo das ganz anders abläuft. Und die bereit sind, die gehen dort hinein. Und dort soll aber wirklich eben selbstbestimmt gelernt werden dürfen, oder? Dass da die Leute zusammenkommen, die selbstbestimmt lernen. Und das andere, das sind so kleine Dinge, die wir auch tun können. Also in der Schweiz hat jede Lehrperson die Möglichkeit, methodenfrei zu handeln. Und natürlich schüttelt man Leute wach, oder? Auch wenn man dann das einfach macht. Ich habe zum Beispiel eine Weile lang angefangen, komplett anders zu unterrichten und habe dann die Tage, als ich als Fachlehrperson Englisch, Deutsch und was war das noch? Zeichnen und Religion und Kultur hatte ich als Fächer. Dann habe ich gesagt, wir machen jetzt einfach Barcamp. Und Barcamp, das ist so eine liberalisierende Struktur, wo ich jetzt eben sagen kann, ich biete einen Rahmen für selbstbestimmtes Lernen. Und da habe ich beispielsweise dann drei Räume zur Verfügung, den Gang, das Klassenzimmer, vielleicht eben noch so einen kreativen Raum in der Schule oder sonst ein Zimmer und drei Zeitfenster über einen Morgen verteilt. Und jetzt können die Kids kommen und sagen, ich will mich jetzt damit auseinandersetzen. Und die benennen dann Themen. Und das wiederum ermöglicht dann auch, dass Kids, die schon lange in dieser Struktur waren, oder? Es gibt immer gewisse, die es schon anders machen könnten, die ausbrechen könnten. Die werden initiativ, die bringen ihre Themen und die anderen können sich da anhängen. Und was dann passiert, das sind ad hoc konstellierte Gruppen, die eigentlich die Themen aufgreifen, die gerade für die Klasse brennen. Und so können wir eigentlich bereits jetzt Strukturen bieten, wo eben selbstbestimmt dann gelernt wird.
Und dann müssen wir als Lehrpersonen natürlich aber auch einen psychologisch sicheren Rahmen schaffen, dass wir dann zum Beispiel sagen, hey, und ich weiß, ihr macht das alles super spitze und ich bewerte das nicht, oder? Dass die dann nämlich die Sicherheit haben, dass ich nicht am Schluss komme und sage, und jetzt macht ihr mir eine Präsentation und da kriegt ihr eine Punktzahl dafür. Weil dann bin ich wieder im alten System drin, dann habe ich die Bewertung und dann versuchen sie ganz automatisch meine Erwartungen zu erfüllen, indem sie immer schön ablesen kommen, fragen, ist das jetzt gut so, ist das jetzt gut so, und dann ist es nicht mehr selbstbestimmt, sondern selbstorganisiert und sie machen es für mich. Aber das sind so viele Ideen in Klassen drin. Und ich habe das wirklich jetzt mehrere Jahre lang auch ausprobiert und merke, dass sogar Mittelstufenschüler, also das sind Kinder im Alter von 10, 11 Jahren, die haben Schule gelernt, die sind wieder voll rausgebrochen und die wollten dann nur noch so, in der kürzester Zeit. Und der Rahmen, der hat dafür geholfen. Ja. Ja, ich glaube ja, dass es, dass das nicht nur in dem Klassenzimmer aufhören muss, sondern dass man wirklich diese Art von Herangehensweise auch für die Lehrenden zur Verfügung stellen muss, weil im Moment haben die Lehrenden ja selber gar keine Chance, wirklich das zu lernen, was sie wollen und das zu machen, was sie wollen an vielen Schulen, weil sie einfach durch die Strukturen und auch durch vor allen Dingen die Hierarchien, die in vielen Schulorganisationen herrschen, sich einfach blockiert fühlen und dann auch Angst haben, wirklich da an Grenzen zu stoßen. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man ja auf dieser Grassroot-Ebene, also im Klassenzimmer das macht, aber dass eben auch Schulleitungen sich wirklich mit den Lernenden zusammen hinsetzen und mit den Lehrenden, die dann Lernende sind, zusammen hinsetzen und schauen, wie können wir diese Freiräume schaffen, wie können wir wirklich dafür sorgen, dass die Lehrenden eben auch wirklich was tun können, was verändern können und dass sie da nicht getackelt werden, wenn es vielleicht am Anfang auch nicht klappt, weil das Lernen ja auch ein Prozess ist. Auch als Lehrer kann man nicht gleich alles auf einmal sofort hinbekommen und dass man wirklich auch die Freiheit hat zu probieren und vielleicht auch einen Fehler zu machen und dass es mal nicht klappt und dass es mal total blöd läuft und dass vielleicht dann die halbe Elternschaft beim Schulleiter aufschlägt und dass man dann aber trotzdem den sicheren Raum hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, ich probiere es nochmal anders und dann funktioniert es anders halt, dass man da wirklich auch abgesichert ist. Und ich glaube, da können Schulleitungen insbesondere wirklich ganz viel dran arbeiten, dass sie diese Räume eben auch schaffen. Bettina, du bist hier dazugekommen. Was magst du denn sagen? Ich wollte noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich fand mal eigentlich meine geilste Stunde oder Einheit, die ich gemacht habe, da hatten wir eine Projektwoche und die hieß 60er Jahre oder sowas, ne? Was von der Schulleitung so vorgegeben wurde, was ich ja schon mal total blöd fand. Und dann dachte ich mir so, oh scheiße, was machst du denn jetzt? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wir tanzen durch die 60er. Dann habe ich das halt als Projekt angegeben gehabt. Wir hatten 3 Tage Zeit und dann habe ich den Schülern gesagt, also wer Bock hat, der macht eine Aufführung am 3. Tag und tanzt irgendwas 60er Jahre. Musik habe ich dabei, ich habe auch ein paar Videos dabei, den Rest macht ihr. Also ich habe komplett losgelassen, die Verantwortung abgegeben, was ich eher mit Freude und Zugewinn von eigener Freiheit sehe und eigentlich auch für die Schüler so war, denn die haben mir danach rückgemeldet, die haben die komplette Aufführung mit Klamotten, mit Solo-Einlagen, mit allem gemacht und haben gesagt, sie haben noch nie so viel gelernt, weil die zwischendrin so im Team natürlich so ein bisschen Konkurrenzen hatten und sich auch gestritten haben und ich dann eigentlich immer nur so ein bisschen moderiert habe. Aber sie haben gesagt, sie hätten in 3 Tagen so viel gelernt und es hätte so viel Spaß gemacht, sie wollten das immer so haben. Und das war eigentlich bei mir immer so, dass wenn ich als Lehrer gesagt habe, okay, ich mache den Raum auf, wie man heute immer so schön sagt, lass die machen, gib so eine vage Lernaufgabe, bereite die Sachen vor, da sind die Stoffe in Chemie oder was weiß ich, die Geräte in Sport, dann war es eigentlich immer am erfolgreichsten vom Effekt her.
Und weil das vorhin im Chat war, also ich finde das auf jeden Fall ein Zugewinn an Freiheit und Qualität, wenn man die Leinen löst und das Selbstorganisierte oder Selbstbestimmte, wie du Nils gesagt hast, Lernen zulässt. Wenn man das einfach mal merkt, dass das dann mit Freude verbunden ist, so wie das die Schüler gemerkt haben, dann wollen die das ja immer haben. Die wollen ja gar nicht mehr, dass Sachen vorgepackt haben. Das ist ja viel zu bequem und viel zu wenig anspruchsvoll im Prinzip. Das genügt denen ja eigentlich gar nicht, aber sie sind es halt so gewöhnt. Jetzt muss ich hier wieder ausmachen, weil meine Kinder im Hintergrund machen Stress. Ja, vielen Dank, Bettina. Ich würde es ja, um das ein bisschen zu stressen vielleicht, ich hätte es ja toll gefunden, wenn man dann eben dann nochmal fragt, wollt ihr wirklich 60er Jahre machen oder vielleicht wollt ihr was ganz anderes machen oder vielleicht habt ihr keine Lust auf Musik oder wollt das vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise vertiefen, exploren oder wie auch immer. Da bin ich, das ist genau das, was ich oft in Schule wirklich frustrierend finde, dass man eben trotzdem immer wieder diese künstlichen Verknüpfungen zu einem Lehrplan hat, der vielleicht in dem Moment den Lernenden überhaupt nichts sagt. Und allein schon dadurch, dass es einem nichts sagt, vielleicht ist die Sache an sich ja interessant, aber weil es einem nichts sagt, hat man einfach auch keine Motivation, sich drum zu kümmern und das zu machen dann. Durch meine eigene Begeisterung wächst der Geist. Wow. Und wenn ich keine eigene Begeisterung habe, dann töte ich den Geist ab. Genau so ist das, ja. Ja. Also mein Sohn hatte letzte Woche, er ist jetzt sozusagen, wir sind also seit Oktober wieder in Deutschland und er war hier noch nie, war vorher noch nicht in so einer Schule und hat mir dann ganz frustriert berichtet, dass er jetzt ein Thema in Geschichte behandeln muss, was ihn ganz sicher interessieren würde, wenn er die Chance hätte, das sich selber auszusuchen. Aber alleine dadurch, dass die Lehrerin das vorgegeben hat, findet er das schon so frustrierend, dass es einfach die Motivation komplett von vornherein gekillt hat. Und das finde ich halt wirklich traurig, weil wir den Kindern damit natürlich ganz viel wegnehmen auch. Und die lassen sich das ja auch immer weniger gefallen. Also jetzt war ich gerade kürzlich im Lehrerzimmer und dann hat mir eine Klassenassistenz hat mir erzählt, wie sie da in einer Klasse dabei war und wie sich die Kids, wenn die Lehrperson gerade nicht hinschaut, dann hauen sie sich gegenseitig mit den Schuhen auf den Kopf und so, oder? Weil die in diesen geführten Settings drin sind und die spüren, das hat so aber ganz und gar nichts mit mir zu tun. Wieso mache ich das noch, oder? Wieso bestimme ich jetzt Satzglieder? Wieso mache ich eine ganze Stunde lang Verschiebeprobe und schiebe da die Satzglieder hin und her mit Wörtern, die meist überhaupt gar nicht mehr im aktiven Wortschatz von vielen auftauchen heute, weil sie nicht mehr gebraucht werden, oder? Und diese fremdgesteuerten Settings, die führen uns eigentlich immer dahin, dass die Lernenden merken, da wird was vermittelt, das hat aber gar nichts mit meinen aktuellen Herausforderungen zu tun. Und deswegen habe ich das Gefühl, geht es immer wieder ums Loslassen. Und da können wir eben, also diese Leitplanken, von denen wir immer wieder sprechen, die ja eigentlich nur selbstreferenziell entstehen, weil das Bildungssystem wieder sagt, hey, und übrigens, dann haben wir dann eine Selektionshürde und um diese Selektionshürde zu nehmen, müsst ihr das und das können und die in den Prüfungsresultaten entsprechend abschließen. Aber wenn wir das alles mal einfach wegdenken, und das verschwindet ja auch sukzessive, weil gerade auf Hochschulstufe die Zertifikate total relativiert werden. Die sind inflationär, oder? Es gibt ja, man muss schon 2 Masterabschlüsse und den Doktortitel haben, unter 30, dass man irgendwie noch zu hochqualifizierten Jobs kommt. Oder man macht es irgendwie einfach anders und zeigt, hey, und das bin ich, das habe ich gemacht und das fasziniert mich. Und ja, da habe ich mal einen Spruch gelesen, ich weiß nicht mehr, von wem der kam, only what comes from the heart enters the heart. Und gerade in dieser Informationsüberflutung, in der wir jetzt drin sind, habe ich das Gefühl, geht so stark ums eigene Herz, um das, was uns begeistert. Und wir müssen in der Schule eigentlich einfach den Raum schaffen, dass genau das, das gelebt werden darf. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Meine Losung heißt, sich mit Fremdem und mit Fremden anfreunden. Und damit, weil das ist die Bedingung des Friedens. Und damit das stattfinden kann, schaffe ich natürlich die Erfahrung mit dem Fremden und mit Fremden. Ich kann das nicht lehren, aber die Gelegenheiten zu schaffen, sich auf etwas ganz Neues einzulassen und die Unterstützung anzubieten, wenn jemand sagt, jetzt komme ich nicht weiter. Was? Na klar kommst du weiter. Guck mal, versuch mal das oder das. Also ich bin ein Verführer, ein Verlocker, ein Ermunterer, ein Ermutiger, aber kein Lehrer. Ja, das ist Martin Jahr, der hier auch irgendwo im Publikum sitzt, hat vorhin gesagt, die gelebte Beziehung muss wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Und ich glaube, das ist wirklich, das summiert es wirklich, dass man wirklich wieder dahin zu kommen, wo eigentlich Lehren ja auch herkam, einfach über Beziehungen schaffen und an Beziehungen auch arbeiten. Und das heißt nicht immer, dass das nur Kuschelbeziehungen sein müssen. Das können auch ganz kritische und diskursive Beziehungen sein, von denen man ganz oft auch das meiste mitnimmt. Also ich persönlich habe von meinen Mentoren auch im Erwachsenenleben am meisten dann gelernt, wenn sie angefangen haben, mich zu kritisieren. Und wir hatten aber trotzdem so eine starke Beziehung, dass das eben dann eben auch nicht wehgetan hat. Und ich glaube, das ist das, was in Klassenzimmern leider immer noch zu wenig stattfindet, dass man einfach auch dieses Sicherheitsbedürfnis hat, ne? Weil am Ende kommt dann irgendjemand mit einer Note um die Ecke und das macht schon wieder alles kaputt, weil man dann ja schon wieder so eine Hierarchie aufbaut und man kann einfach Vertrauen wirklich hier auch nur auf Augenhöhe haben und es ist ganz schwierig, ein Vertrauen zu haben, wenn ich weiß, dass jemand auf mich runterschaut und mich nachher bewertet. Absolut. Und da sind wir eigentlich beim nächsten Missverständnis, dass man dann oft mal das Gefühl bekommt, auch selbstbestimmtes Lernen, das ist jetzt laissez-faire. Und da machen alle, was sie wollen. Und da gibt es keine Grenzen mehr. Und sowieso totaler Kontrollverlust. Kontrollverlust, ja. Aber Grenzen, die gibt es ja sehr wohl. Und die starten eigentlich bei mir selber. Und Beziehung startet auch bei mir selber. Wenn ich meine eigene Integrität gewahrt habe, und somit authentisch auftreten kann und mich so zeigen, wie ich bin, dann kann ich auch das Gegenüber so wahrnehmen, als authentisch, als so, wie es ist. Und dann müssen wir die Grenzen gemeinsam ausdiskutieren. Und deswegen finde ich als Leitplanke hier auch noch die Werte von Jesper Juhl sehr, sehr wertvoll. Und wenn die gelebt werden, dann sind wir eigentlich in dem Modus, wo wir uns eben gleichwürdig begegnen. Dann sind wir auf Augenhöhe, dann treten wir in Beziehung. Und dann reibt das und da findet Lernen statt. Ja, und das, was Corinna Tierhoff hier im Chat schreibt, ist natürlich auch wahr, ne? Also Mentoren soll man sich eben auch selber aussuchen. Das ist bei uns in LearnLife zum Beispiel auch der klassische Punkt, dass die Lernenden wirklich sich auch die Mentoren aussuchen. Und wenn es nicht gerade in Covid-Zeiten ist, muss das auch nicht unbedingt jemand von LearnLife sein, sondern das kann irgendjemand sein. Und das Wichtige ist ja nur, dass man wirklich jemanden hat, auf den man sich beziehen kann, den man auch anfragen kann, wo man hinten, wo man nochmal ein Feedback bekommt und wo man eben auch sicher sich fühlen kann, dass das Feedback einen nicht kaputt macht, sondern einen wirklich auch weiterbringt. Hallo, Madita. Willkommen. Ja, ich wollte noch gerne nochmal aufgreifen, Ulrike, was du gesagt hattest zum Thema, die Kritik tut dann nicht mehr weh oder tut nicht weh und ich lerne davon. Mir kam dann der Gedanke, dass das auch noch ein Feld ist, was noch, ja, also das ist nicht immer so. Das ist nämlich so, dass man lernt ja, also man kommt, wenn man das Schulsystem, das klassische, durchlaufen hat, kommt man da raus und dann tut Kritik eigentlich immer weh, weil man gelernt hat, dass man nicht Fehler machen darf, sonst, und man nimmt das dann sehr persönlich, das wird einfach
einem so suggeriert. Das verinnerlicht man ganz automatisch. Und es geht mir auch immer noch so, also ich kämpfe auch immer noch damit. Es ist ja noch nicht so lange her bei mir zum Beispiel mit der Schulzeit. Und das ist dann auch ein Prozess, den man dann erstmal wieder, wo man sich dann wieder weiterentwickeln muss, das wieder zu lernen. Ich darf Fehler machen, es ist gut so, du bist trotzdem angenommen in dieser Welt und so weiter und so fort. Also sich das nochmal bewusst zu machen, wie sehr geschädigt auch auf dieser Ebene die Schüler die Schule dann auch tatsächlich verlassen. Und dass man da dann auch mit gewissem Verständnis quasi dann, egal auf welcher Stufe der Entwicklungsebene, man versucht in Schulen vielleicht auch zu intervenieren und diese neuen Praktiken einzuführen. Ich glaube, das wäre dann auch nochmal so ein Knackpunkt, auf den man Rücksicht nehmen müsste. Ist mir da gerade bewusst geworden, wo du das angesprochen hast. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass man, wenn man diese Mentorenbeziehung hat, dass man immer wieder auch sozusagen in diese Reflexion reingeht und dass man schaut, dass man das auch diese Gefühle von Schmerzen, die du da über die du da sprichst, dass man sie auch wirklich anspricht. Und ich finde, das ist auch das Wichtige, dass man das eben auch mit den Lernenden normal in der Schule einfach auch machen kann, dass man wirklich auch sie mal zur Seite nimmt und dann schaut, wie geht's dir denn jetzt damit, wenn ich das mit dir bespreche? Was passiert da in dir drin? Und genau diese Gespräche, die finden einfach zu wenig statt. Und das ist wirklich brutal, weil das ist ja auch ein Lernprozess, wie du gerade sagst, dass man das einfach erstmal mitnehmen muss und verinnerlichen muss und vielleicht auch eine Weile wirken lassen muss. Und dann aber eben auch einen Punkt braucht, wo man es auch ansprechen kann. Und wenn dann keiner da ist, fällt man irgendwie in ein Loch hinein. Ja. Kritik, wenn sie wirken soll, muss eine Liebeserklärung sein und kein Verdammnis. Ja, auf jeden Fall. Wow. Fast alles, was du heute sagst, möchte ich am liebsten aufschreiben und zu den Leuten schicken. Das ist wirklich toll. Ich frage gerne, was ist die größte Fläche, die man mit dem günstigsten Porto verschicken kann? Dann gucken mich die Menschen verwundert an. Das sind sogenannte Maxi-Karten. Die sind ziemlich groß und lassen sich wie Postkarten verschicken. Und ich bin ein Maxi-Karten-Produzent, wo ich diese Sätze draufstehen habe, damit sie zum günstigsten Porto von allen verschickt werden können. Und wenn ihr mir eine Postkarte schickt oder eine Mail, dann schicke ich euch mal ein 12er-Set mit Maxi-Karten. Also die beliebteste Maxi-Karten heißt: Die Aufgabe der Schule ist es, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Das ist die größte Nachfrage nach dieser Maxi-Karte. Also wenn ihr mir eine Mail schickt, dann Maxi-Karte von mir. Und die kommt dann wortwörtlich vom Herz. In der Tat. Ja. Wunderbar. Ja. Ich glaube, du wirst einiges an Post bekommen und wahrscheinlich nicht alles unbedingt nur als Karte. Ja. Da bemühe ich mich wirklich. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, da war noch mal eine interessante Anmerkung im Chat, und ich finde die auch wichtig, dass dieser Punkt mit Lernen, wieder neu lernen, Fehler machen zu dürfen und sich Kritik zu stellen und anzunehmen, das betrifft natürlich auch die Lehrkräfte. Also das hat Jessica eben noch mal darauf hingewiesen. Da muss man dieselbe Rücksicht gegenüber haben, dass es da ebenso noch ein Lernprozess stattfinden muss oder neue Vertrauen gewonnen werden muss. Das geht ja vielen Lehrkräften genauso. Die sind dann auch teilweise Opfer geworden von allen möglichen schwierigen Prozessen, Anwaltsgeschichten und so weiter und so fort, auch von Seiten der Eltern dann vielleicht da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass in den Schulen einfach
sichere, die Schulen als sichere Orte etabliert werden. Und zwar nicht nur für die Lernenden, die jungen Lernenden, sondern für alle. Und dass man wirklich dafür gerade stehen muss, als Schulleitung da eben auch beschützend zu wirken und wirklich das Rückgrat zu haben, ja, da auch einzustehen, wenn da irgendwie mal ein Fehler passiert. Und ohne Fehler kann es keine Entwicklung geben. Ne? Absolut. Und ich denke, das ist genau die Aufgabe der Schulleitungen. Also die müssen das eigentlich abschirmen, die müssen die Sicherheit schaffen und sie müssen unbedingt auch die Zuversicht streuen im Lehrerteam, dass man eben Dinge anders machen darf. Weil ich erlebe auch oftmals, dass gerade Lehrpersonen diejenigen sind, die über die ganze Schulzeit hinweg auch selber die Dinge sehr, sehr gut immer gemacht haben oder eben halt den Erwartungen entsprochen haben und so weiter. Und das ist dann auch systemimmanent, dass dann kommen wieder die Leute in diese Funktion und sind selber wieder in diesen Bewertungsmechanismen mit drin, die alle darauf aufbauen, dass man eben das Misslingen dokumentiert. Und ich hatte kürzlich mal ein MAB, nennt man das, eine Mitarbeiterbeurteilung. Und da wurde mir dann auch gesagt, einfach, dass du es weißt, als jemand, der neu im Beruf ist, schafft man nie eine A. Das geht nicht. Und die A wäre die beste Bewertung, oder? Und dann bist du schon wieder da drin, ich bin sowieso noch nicht gut genug. Und das ist so, ja, so ein Zerrklumpen. Und da müssen wir eigentlich rein und das auflösen und da die Bewertungen auf der Ebene auch relativieren, oder? Dass die Lehrpersonen wieder mehr das machen können, was sie wirklich gerne tun würden. Und das ist mit sehr, sehr, sehr vielen Fehlern verbunden, oder? Und die Fehler sind dann die Lernchancen. Ja, und es ist ja auch interessant, dass selbst die Lehrenden auch immer wieder darüber bewertet werden, welche Schnitte sie in ihren, also in den Klassendurchschnitten passieren. Ne? Da wird dann immer wieder gesagt, deine Arbeit ist zu gut ausgefallen, da musst du nochmal ran. Und das sind, wo man dann sich wirklich fragt, was sind das eigentlich für Mitteilungen, die man den Lehrenden damit gibt? Und was genau ist in dem System so falsch daran, dass man sagt, okay, wieso können nicht alle sehr gut sein? Wieso muss es diese Gaußsche Formel geben? Nein, entsetzlich, ja. Ja. Aber ich empfehle auch, dass wir sensibel uns immer wieder Sprache anschauen. Denn ich war ja immer an der Universität, auch in der Lehre. Und wenn jemand zu mir gekommen ist und sagte, ich studiere Lehramt, dann habe ich ihn entsetzt angeguckt und habe gesagt, was machst du? Aber nicht bei mir, du studierst doch kein Amt. Du hilfst Kindern und Jugendlichen aufzuwachsen in den Auseinandersetzungen, die sie immer zu haben. Aber du studierst kein Lehramt. Da war ich radikal autoritär mit Mord verboten. Ja, aber ich glaube, es ist generell auch die Sprache, oder? Die Sprache in der Schule, diese ganze Bewertung auch. Also viele hier, die hier dabei sind, wissen ja, dass ich relativ lange mit Marshall B. Rosenberg zusammengearbeitet habe zur Nonviolent Communication und wir auch gemeinsam an Schulen gearbeitet haben, wo wir eben darauf geachtet haben, dass diese ganzen Bewertungen einfach mal rausgenommen werden, auch die positiven, dass man einfach sagt, weil in dem Moment, wenn man sagt, du hast irgendetwas gut gemacht, sagt man jemand anderem, dass er es nicht gut gemacht hat. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, dass diese Bewertungen schon einfach auch diese Hierarchie wieder verstärken. Jemand hat jemand anderen bewertet. Und das ist, das nimmt ganz viel Energie aus dieser Beziehung, aus dieser zwischenmenschlichen Beziehung heraus. Und wenn man da wirklich mal ganz bewusst eine Zeit lang drauf schaut, was sage ich den Kindern denn auch? Was sage ich denen denn, wenn ich ein Häkchen dran mache oder auch ein F? Oder wenn ich überhaupt mit einem roten Stift drüber gehe? Oder mittlerweile, das fand ich ja so lustig an einer Schule, die ich letztes Jahr beraten habe, die haben gesagt, nein, wir machen keinen Rotstift mehr,
Dann habe ich gesagt, ja, was macht ihr denn? Ja, wir benutzen jetzt einen Bleistift. Das ist eine Entschuldigung, das ist das Gleiche. Das ist ja total sinnlos. Ja, da ist es kein Rotstift mehr, aber ich bin ja immer noch in diesem Bewertungsmodus und viele, viele Bewertungen, die auch drunter geschrieben werden. Und ich weiß, dass da Lehrer unheimlich viel Arbeit auch reinstecken und da wirklich versuchen, ganz viel den Lernenden mitzugeben. Aber einfach durch die Art und Weise, wie das formuliert ist, die ganze Kraft eigentlich schon rausnehmen, dadurch, dass es am Ende wieder eine Bewertung wird. Wo man einfach auch persönlich, also das weiß ja auch jeder von uns, in dem Moment, wo man irgendwie eine Beratung bekommt, dann hat man schon so eine Barriere, aber wenn es einem auch noch, wenn man auch noch eine Bewertung davon bekommt für das, was man gemacht hat, egal ob das falsch oder richtig war, dann ist es noch schwieriger, das überhaupt anzunehmen, was da geschrieben ist. Und ich glaube, da können Schulen wirklich noch viel dran machen, dass sie in dieser Kommunikation arbeiten und da wirklich ein bisschen tiefer reingehen, um zu schauen, okay, wir geben Noten, aber wir geben eben auch diese permanenten Bewertungen, ob gut und schlecht oder passend und nicht passend und unpassende Bewertungen. Oder mein Sohn hat letztens einen Brief bekommen, da stand drin, du hast dich unglücklich verhalten. Was um Gottes Willen ist denn unglückliches Verhalten? Das sind alles solche Bewertungen. Ich weiß genau, dass die Lehrenden damit versuchen, wirklich auch schon mit Kommunikation zu arbeiten, aber es bleibt halt eine Bewertung und deswegen ist es ganz, ganz schwierig für jeden, das auch anzunehmen und damit auch zu wachsen. Deswegen setze ich mich ganz, ganz stark auch ein für die Entbündelung der Lehrer- und Bewerterrolle. Das gehört einfach nicht zusammen in einem Job. Und ich habe das einfach eigenmächtig in meinem Unterricht auch relativiert, indem ich den Kids gesagt habe, hey, wisst ihr was, bei mir seid ihr alle einfach sehr gut. Und die hatten dann alle auch die gleiche Note im Zeugnis. Und das war sehr gut. und durch das habe ich den sicheren Rahmen geschaffen, weil sie kommen dann nicht mehr fragen, mache ich das jetzt gut so, sondern sie machen einfach und merken, ich bin gut, so wie ich bin. Und natürlich wollen sie wollen manchmal dann auch Bewertung, oder? In gewissen Momenten. Okay. Wenn sie dann Nachfragen kommen in ihren eigenen Themen, ja, ist das jetzt stimmig? Was brauche ich da? Und dann kannst du sie geben. Aber wenn sie nicht gefragt ist, dann ist das eine Beleidigung eigentlich. Ja, aber die wollen ja gar nicht eine Bewertung, die wollen noch ein Feedback haben. Die wollen gar keine Bewertung in dem Sinne. Ja. Genau. Und ich habe kürzlich mit meinem Sohn auch ein spannendes Erlebnis gehabt. Der wird jetzt 7 und momentan interessiert er sich total für Buchstaben und hat angefangen zu schreiben und er wollte, dass ich ihm Dinge diktiere und dann fragt er wieder, ah, und wie heißt schon wieder der Buchstabe? Kannst du mir den in die Luft zeichnen? Dann habe ich das gemacht und dann kam er einen Tag später mit einer Karte, die hat er selbst geschrieben und alle Buchstaben waren spiegelverkehrt drauf. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, aber ich kann es nicht lesen, das ist spiegelverkehrt. Und dann hat er gesagt, ja, aber das sind doch die Buchstaben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die musst du umdrehen. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich möchte die schreiben, wie ich will. Und dann habe ich gesagt, ja, aber bei der Schrift, da ist das klar, das machen alle gleich, das musst du umgekehrt schreiben. Und da hat der Pädagoge durchgedrückt in mir und dann ist er weinend aufs Zimmer gegangen. Und ich habe gemerkt, dass ich in dem Moment, habe ich das eben bewertet und gesagt, du hast das nicht richtig gemacht. Dabei war es einfach ein Lernprozess, oder? Und das soll einfach ein bisschen sensibilisieren, was wir auch mit den jungen Menschen machen, wenn wir sie eben ungewollt bewerten. Nils, du gibst mir bitte deine Adresse, dann kriegt dein Sohn von mir Buchstaben. Denn mein Markenzeichen ist ja das A, B, C der guten Schule. Wow. Alle 26 Buchstaben des deutschen ABC habe ich übersetzt. Also das A heißt eine Atmosphäre der Achtung, der Anerkennung und der Akzeptanz aufbauen. Wow. Wow, so schön. A bis Z. Z heißt Zuversicht, Zutrauen.
und Zuversicht immer wieder zu muten. Wow. Und besonders schwierig war natürlich das Q zum Beispiel. Das heißt, sich mit der Qualität des Querdenkens quälen. Also, ja. Deine Adresse und dein Sohn mit Buchstaben von mir. Wunderbar. Wow, so schön. Otto, hey, vielen herzlichen Dank. Wunderbar. Du bist auf LinkedIn auch, gell? Darf ich dir da schreiben? Ja. Ja. Super, perfekt. Ja, und jetzt sind wir schon ziemlich am Ende von unserer Veranstaltung und deswegen gerade diese Gedankenlücke mal nutzen. Auch erstmal Danke zu sagen für alle, die hier mitgemacht haben und sich eingebracht haben. Und ja, Christopher schreibt hier gerade über das 360-Grad-Assessment, was wir in LearnLife haben. Das ist nochmal wahrscheinlich eine eigene Veranstaltung wert. Ich glaube, trotzdem wäre ich jetzt für ein kleines 360-Grad-Assessment vielleicht auch von unserer Veranstaltung hier dankbar. Wenn ihr vielleicht auch die Leute im Chat uns ein bisschen ein Feedback geben könntet, wie wir das nächste Mal besser sein können, wie wir Sachen anders machen können, das würde ich ganz toll finden, weil wir hier bei LearnLife natürlich hauptsächlich Lernende sind und eine lernende Organisation sind. Und das war sozusagen unser erster Versuch einer lokalen Relearn. Wir hatten ja schon mal die globalen und wollten eigentlich dieses Mal einfach auch mal eine Plattform bieten, um das lokale Netzwerk zu aktivieren und zu verbinden und da vielleicht auch mit euch eben genau solche tollen Diskussionen zu haben wie jetzt. Christopher, wenn du magst, kannst du vielleicht auch zu uns stoßen. Und ansonsten würde ich euch wirklich bitten, wenn ihr im Chat uns ein bisschen Feedback geben würdet und hier auch in der Runde. Vielleicht kann Bettina schon mal anfangen. Wenn du jetzt eh schon gerade hier bei uns bist, dann... Ja, gerne. Super, ich fand's toll. Ich musste zwar zwischendrin immer mal wieder weg, unter anderem auch zum Zahnarzt, aber das ist dann auch immer ganz gut, dann kann man schön mal nochmal wieder alles sammeln, weil es ist dann doch in der geballten Form immer relativ viel. Ich fand vor allen Dingen die kleinen Runden ganz cool. Und auch überhaupt das Tool hat mir irgendwie auch, war smart zu bedienen irgendwie, konnte man ganz gut kapieren. Ja, ja. Und gab viel Inspiration, wunderbar. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, und ich finde auch regional schon sehr wichtig, weil also ich bin in Stuttgart und kümmere mich da eigentlich stark regional um die Verbesserung auch gerade dieser Bildungslandschaft oder des Ökosystems Bildung in Stuttgart. Und ich denke, wenn wir so einzelne Orte haben, von denen man aus dann nicht unbedingt da groß wird, sondern halt dann die Verknüpfungen zu anderen, ich sag mal Leuchtturmorten oder sowas, sucht und dann in die Fläche geht, glaube ich, dass man am Ende weiterkommt. Also ich vernetze mich jetzt eher auch mit anderen Städten auch, ne, wo viel los ist, anstatt jetzt in Stuttgart in die nähere Umgebung zu gehen. Also das finde ich ganz cool. Komm nach Leipzig. Ah, Leipzig, da ist meine Tochter schon. Da habe ich auch einen Standort. Da geht auch viel. Ja. Vielleicht noch kurze Antwort zu Nicole Jehle. Ja, es ist also möglich, dass die Sachen, die ihr jetzt verpasst habt, ihr dann später auch noch im YouTube in den Videos anschauen könnt. Außer die Workshops, die konnten wir nicht aufnehmen aus verschiedenen Gründen, vor allem auch, weil dort Lernende gezeigt worden sind und das mit dem deutschen Datenschutz nicht einhergeht. Aber ansonsten bleiben wir natürlich auch in der Diskussion. Christopher hat eben nochmal unsere Allianz oder Alliance gepostet. Da kann jeder mitmachen und mit dabei sein, das neue Lernparadigma auch weiterzuentwickeln und einfach auch ja den Kontakt auch zu haben zu dem ganzen Netzwerk, das wir hier dabei sind, aufzubauen, auch vor allen Dingen außerhalb auch aus dem deutschen Bereich, weil ich glaube, das sollte schon eine globale auch Bewegung sein,
Und soweit, ja, von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob jetzt von den anderen hier auf dem, ja, in diesem Chat noch jemand was sagen will. Ansonsten, Christopher, dein Turn. Aber bevor der Christopher seinen Turn hat, sage ich, Christopher, ich bin so froh, dass ich dich wieder gesehen habe. Klasse. Ja, und ich wollte da jetzt erst einmal ganz vielen Dank an alle sagen. Ich glaube, das, was heute so schön war, auch wieder in den kleinen Gruppen, in den Tischen zu erleben, war, dass alle dieses Gefühl des Verbundenseins mitgeteilt haben, der Familie. Das, was wir letztes Jahr auf diesem globalen Event mitbekommen hatten, dass irgendwie Leute plötzlich sich nicht mehr alleine gefühlt haben, das habe ich heute ganz häufig gehört. Und das ist, glaube ich, das A und O, weil wir wissen, dass es viele tolle Menschen gibt, die alle zusammen diesen Wandel wirklich voran pushen können. Und das war, glaube ich, der größte Sinn an heute. Ja, und genau, und einmal Otto, wie schön, genau, dich jetzt auch noch hier zu sehen. Und Otto ist schon ganz früh mit der Margret Rassfeld, ich glaube, vor 3 Jahren, einer der ersten Vordenker gewesen, die nach Barcelona gekommen sind, um das Paradigma mit zu bestreiten, mit zu bewirken und so weiter. Und es ist einfach wunderschön, dass die Reise weiter gemeinsam geht und es immer mehr tolle Leute werden. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch 30 Sekunden. Und insofern, ich winke euch allen und hoffe, euch bald irgendwo in irgendeiner Stadt zu sehen, in einem Land. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Und ab morgen dann bei Pioneers of Education. Genau. Tschüss. Tschüss. Wunderbar. Danke, danke.